In dem Tutorial möchte ich euch mal einen Weg zeigen, wie ihr kurz mal euren Bildschirm sperren könnt unter Mac OS X, wenn ihr mal weggehen müsst oder so. Natürlich könnt ihr theoretisch auch über euer Anmeldefenster gehen, könnt ihr also raufklicken, dann wird euer Anmeldefenster bringen. Das hat aber einige riesen Nachteile, sprich wenn ihr zum Beispiel jetzt im Online-Banking seid oder sowas in der Art, dann seid ihr wahrscheinlich dort überall ausgeloggt. Also ich habe das vorhin hier mal versucht mit Screenflow zum Beispiel, während ich mein Tutorial mache. Wenn ich das anklicke, dann würde er mit Screenflow nicht mehr weiterarbeiten. Ich nehme das Tool dafür, das nennt sich Protected Screen. Den Link bekommt ihr wie immer auf macupdate.com, ist unten in meinem Text drin. Das müsst ihr euch herunterladen. Wenn ihr Protected Screen heruntergeladen habt und das erste Mal gestartet wird, dann werdet ihr zunächst mal nach einem Passwort gefragt. Ich gebe jetzt mal eins hier ein, das muss ich mir natürlich auch merken, weil wenn ich mir das nicht merke, das könnte ein Schuss in den Ofen sein. Zunächst mal. Okay, Save. Jetzt passiert Folgendes. Er blendet den Bildschirm aus. Jetzt kommt ein Login-Fenster. Da könnt ihr euch verschiedene Bildschirmhintergründe aussuchen, könnt die einfach laufen lassen, dass es nicht ganz so langweilig ist zum Beispiel. Gibt dann das Passwort wieder ein, klickt auf Unlock und ihr kommt genau auf die Stelle zurück, an der ihr den Protected Screen aufgerufen habt. Sinnvoll ist es, wenn ihr euch hier entweder so einen Shortcut dafür macht oder euch das unten ins Dock reinzieht, damit man das relativ schnell starten kann. Der Vorteil ist klar gegenüber dem Anmeldefenster. Ich habe das am Anfang des Videos erklärt. Ich kann euch das Teil nur empfehlen. Das ist kostenlos, ist relativ gut durchdacht. Einziger Nachteil, den ich bis jetzt finden konnte, war, dass ich, weil ich ja mit dem zweiten Monitor an dem iMac hier arbeite, der ist im Moment noch nicht geschützt. Also ansonsten, wenn ihr einen normalen Arbeitsplatz habt, und das ist, glaube ich, bei 99% so der Fall, ist das wirklich ein ganz tolles Programm. Das war es zu dem Tutorial hier bei meinem YouTube-Channel Hutodi. Ich hoffe, das war interessant für euch. Ihr konntet Nutzen daraus ziehen. Wenn ihr Tipps, Tricks, Anregungen habt für ein weiteres Tutorial oder ein Problem, wo ich euch vielleicht bei der Lösung helfen kann, lasst es mich wissen. Und wir sehen uns wieder auf meinem YouTube-Channel Hutodi, den ihr hoffentlich abonniert habt. Bis dann. Tschüss.